herzlich willkommen bei der zweiten Ausgabe von Game Time. Neben mir der ultra coole Retro Dolph, an der Kamera der Cheater Chris und natürlich mit mir, mit dem Gamer Dan. Und heute präsentieren wir euch den Shooter auf PS3, die meistverkaufte PS3-Serie, Call of Duty Black Ops. Oh. Geht's, Dolph? Call of Duty hat ja schon mehrere Teile. Black Ops ist der 7. Teil der ganzen Serie. Es spielt ja eigentlich immer in der Vergangenheit. Außer die beiden Modern Warfare-Teile, die es gibt, die sind zukunftsorientiert bzw. in der Gegenwart. Auch das neue Black Ops spielt so ungefähr 1960 bis 1970, so ein bisschen Zeiten von JFK, Zeiten vom Kalten Krieg, Zeiten von Kuba-Krise, Russland, China. Wir sehen alle etwas so aus wie der Cheater Chris. Es macht Spass, verdeckte Operationen in dieser Zeit zu spielen. Man rennt in verschiedensten Ortschaften durch verschiedenste Gegenden. Man hat eine sehr flüssige Steuerung bei diesem Game. Das macht das Game relativ flüssig und vielseitig und behaltet einen bei Laune. Und die Physik des ganzen Games ist auch sehr gut programmiert worden. Man kann wieder die verschiedensten Körperteile abschiessen, was relativ primitiv klingt, aber es macht natürlich Laune. Gegen Computer ist es mega cool, ein Headshot und er ist tot. Aber online ist mir aufgefallen, dass es nicht nur einen braucht, sondern man braucht zwei Schüsse im Kopf, also zwei Headshots, damit er dann wirklich auch umfällt. Headshots! Komm, geh jetzt wieder an die Kamera, kann ich da nicht brauchen, ich muss da jetzt Game Time machen. Weil bei diesem Game geht es darum, Operationen erfolgreich auszuführen. Es geht um den Sieg! Über 20 Minuten. Easy. Und bei Call of Duty ist noch cool, es ist nicht nur immer das Männchen, das läuft und rumschiessen tut. Man hat diesmal ein Fahrzeug, wo man besteigen kann, zum Beispiel Helikopter und dann eine Helikopterschlacht abliefern. Oder aber auch in einem Schiff. Und da möchte ich euch jetzt einen kleinen Clip daraus zeigen, weil es ist hammermässig Platoon-Style gemacht, dass wenn man ins Schiff steigt, losfahrt, bevor man anfängt, alles abschiessen, kommt die coole Platoon-Musik zum Vorschein. Ich weiss auch nicht genau, wie der Sound heisst. Es ist so ein hippie, flower, oldie Sound, wo einem kalt den Rücken durch abläuft. Gut, dann mal los. Man spielt da den Mason, so einen Military Man, der den Auftrag bekommen hat in Indien, auf Wasser, auf dem Schiff da vorne, eine Mission durchzuführen. Und es ist mega cool gemacht. Also ich möchte mich für das Flimmern entschuldigen. Im Original kommt das natürlich nicht vor. Wir haben da eine technische Panne gehabt. Aber zurück zum Spiel. Ich besteige das Schiff jetzt so. Also. Bin ausgerüstet mit Maschinengewehr und Raketenwerfer und kann da ein paar Hinterköpfe auseinanderreißen. Es kommt so wirklich das Vietnam-Feeling über, vor allem jetzt an den Sound, der eingespielt wird und man hat wirklich das Gefühl, man wird da wie Koms runterknallen. Aber ich möchte jetzt mal keine Wörter mehr verlieren und einfach das Bild und Musik mal geniessen lassen. Also als ich das erste Mal gespielt habe, ist mir kalt der Rücken abgegangen in dieser Szene. Und jetzt sind wir so weit, dass wir da noch drei Panzerfahrzeuge zerstören, bevor es weitergeht. Das machen wir mit den Raketen. Ich möchte das auch zeigen, dass es eigentlich nicht nur das Männchen ist, das man beschwegen tut, sondern man auch verschiedene Fahrzeuge hat in diesem Spiel, wo man sich vorbelegen und Missionen beenden. Zum Beispiel eben hier ein Boot oder ein Helikopter. Ich finde es auch mega cool gemacht, wie es während dem Spiel, wenn man sich bewegt, immer mit einem reden tun. Also es ist eigentlich wie eine Art in einem Film. Was man als Kritikpunkt vom Game kann anschauen, wenn man möchte,
Ich finde es ja persönlich sehr cool, wenn ein Spiel nicht zu lang geht. Aber die Einzelkampagne von Call of Duty geht nur 5 bis 7 Stunden. Aber das Spiel haben sie ja eigentlich auch ausgelegt fürs Online-Gaming. Das macht sehr Laune. Es ist ja das Most Wanted Game. Es ist eigentlich das, was am meisten gezockt wird momentan. Auf PlayStation 3, auf Xbox, auf PC, überall. Headshots! Und was an diesem Game ganz geil ist, es gibt online neu einen KI-Modus. Das bedeutet, man muss nicht unbedingt gegen Menschen online spielen, sondern man kann auch den Computer gegen einen Headshot verteilen. Und das Coole ist... Headshots! Das Coole ist, die stehen immer ganz... Headshots! Anders. Die stehen immer ganz... Hey, anders. Headshots! Jetzt hör mal auf, Gott verdammt mal, du musst filmen gehen, nicht sonst eigentlich machen. Du blöde Cheater! Du kannst nicht einmal gamen, jetzt gehst du in der Kamera, verdammt! Stell dich mal ein bisschen an. Moment, schnell, ich muss die Kamera richten. Ich kann keine Game Times machen. Jetzt zeige ich euch einen Online-Kampf. 6 gegen 6 gegen KI. Also das sind keine menschliche Gegner oder Mitspieler da, sondern alles computergesteuerte. Es ist mega cool, wie man sieht, wie man mit seinem Team mitlaufen kann. Man kann taktisch vorgehen. Oh, da haben wir schon den ersten Gegner gehabt, wo mein Team angegriffen hat. Oh, jetzt habe ich auch einen gesehen. Dem renne ich jetzt gerade Hurti nach. Da vorne läuft mein Gegner. Ich will mich jetzt schön in den Rücken schiessen. Und dann kann man hier auf Punkte spielen. Und der mehr Punkte hat, nach 10 Minuten gewinnt das Turnier. Oh, da haben wir noch 2. Ah, nur einer verrutscht. Nachladen ist auch wichtig im Spiel. Das Töten mit dem Messer. Nein, nicht geschafft. Hat mir anscheinend von hinten ermordet. Das Coole ist natürlich, dass die Leute immer an verschiedensten Pensionen stehen. Also es ist nicht immer das Gleiche. Das ist sehr vielfältig gemacht. Die Ortschaft, wo man kann gehen, kämpfen kann, ist cool. Und jetzt zeige ich euch das wegen dem Headshot. Ich schieße dem jetzt in den Kopf. 2 Mal. Und er ist immer noch nicht gestorben. Sondern hat mich killen können. Das ist ein bisschen schade, dass die Headshots nicht funktionieren online. So, Delf, machen wir mal eine Trinkpause. Call of Duty ist nicht nur ein gut gemeinter, sondern auch ein gut gemachter Ego-Shooter. Alles in allem ein super Titel, ein sehr guter Nachfolger. Es ist schwierig zu sagen, ob es an Modern Warfare ankommt, aber jeder Modern Warfare ist auch ein Black Ops-Fan. Und es kommt ja schon das neue Modern Warfare 3 bald raus, es ist angekündigt worden und ich glaube, das wird dann noch mehr ziehen als Black Ops. Ich persönlich finde es einen soliden Titel. Es macht sehr viel Spass zum Gamen. Er ist nicht ganz 5-sternwürdig, aber ich sage einen abgerundeten 4 Sterne. 4 Sterne von mir. 4 Sterne ist gut. Meinst du dazu, Delf? Genau. Und das war es von Game Time. Bis zum nächsten Mal, Game Time Nummer 3. Und wenn ihr eine Komplettlösung braucht, cheats.de. Übrigens, ich gehe gamen. Jawohl. Erst Geld, Uncharted 3 kommt ins Jahr 2011. Ja, freue mich auch. Hey, wo ist eigentlich der Döll? Hey, Döll. Ist fertig. Übrigens, ich gehe zocken. Und Döll. Das war's. Gut gemacht. Zu den Leistungen. Hey, Cheater Chris, schon ein schlechter Kameramann, du hast vergessen abzuschalten.